Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdoms Reborn. Wir hatten beim letzten Mal eine neue Stadt angefangen und uns da in einer Wüstengegend getummelt. Und genau da wollen wir jetzt mal weitermachen. Ja, was haben wir erreicht? Häuser aufgebaut. Der erste Acker steht schon. Leider noch keine Heilmittel, aber die kommen als nächstes, was wir hier den fertig haben. Und sonst haben wir ein bisschen gehandelt und unsere Siedlung durch den ersten Winter. Jo. Als nächstes würde ich gerne hier unten mein Land erweitern, damit ich einen zweiten Holzfäller hinstellen kann. Das hier kostet mich nur leider 618 Gold. Was zum Henker? Wie teuer sind die Dinger bitte? Das macht das Ganze natürlich jetzt ein klein wenig komplizierter. Naja, müssen wir erstmal warten. Also entweder wir warten, dass wir genug Geld bekommen. Oder ich spiele vorher mal meinen Beiwot aus und tue erstmal irgendwas anderes. Geht natürlich auch. Bei Holz kriegen wir definitiv zu wenig. Viel zu wenig. So, wir können wieder unsere Jagdhütte beschleunigen. Drei Migranten wollen zu uns. Na klar, immer her, ja. Oh, nochmal vier Stück. Können auch zu... Und nochmal vier Stück. Was ist denn hier los? Gut, das schmeißt jetzt natürlich meine Pläne deutlich über den Haufen. Denn wir werden erstmal neue Häuser bauen müssen, um diese ganzen Migranten hier annehmen zu können. Denn wir haben jetzt schon 48 von 36. Wir haben also drei Stück dazu bekommen. 12 Stück besser gesagt. Und die wollen jetzt allesamt unterkommen hier. Das heißt, ich muss jetzt erstmal Holz kaufen. War nicht sonderlich viel. 39 Holz. Ganz schön wenig für 200. Für 234 Gold. Eigentlich müsste ich jetzt gerade erstmal mein Immigration Office ausschalten hier. Sorry, aber sonst wächst mir die ganze Bevölkerung hier über den Kopf und das geht ja mal gar nicht. Da gehen schon die ersten, weil sie heimatlos sind. Schock. Schock, schwere Not. Problem ist, ich komme auch nicht an Wald. Also wir haben hier tatsächlich überall Orange Trees stehen, aber ich komme nicht an mehr Wald. Es gibt nicht mehr, was ich abholzen könnte. Und ich habe gerade nicht genug Geld, um eine Provinz zu kaufen. Jetzt gehen sie schon die ganze Zeit wieder, ey. Leute. Leute. Wenn jetzt alle hier gehen, dann könnte ich auch einfach wieder... das Immigration Office anschalten. Haben wir wieder Leder? Ja, jetzt haben wir ein bisschen Leder hier. Aber wir kriegen nicht allzu viel für unser Leder. Vielleicht müsste ich tatsächlich mal ein bisschen Medizin verkaufen. Ich glaube, ich mache das mal und ein bisschen Steel Tools. Jetzt kriegen wir 700. Das ist gut. Improved Woodcutting ist auch gut. Und jetzt können wir uns das Ding hier leisten. Oh ja. Instantly gain 100 Wood. Nehmen wir natürlich gerne. Aber nicht zuletzt können wir hier an den Ufern erstmal alle Non-Foot-Trees absägen. So. Dann gucken wir uns mal an, wie die Lage hier in Richtung Fertility ist. Zack. Das hier sind relativ gerade Strecken. Das heißt, hier möchte ich gerne Felder hin haben. Dann kann ich hier hinten einen neuen Förster hinsetzen. Kommt hier hinten eine neue Forest dahin. So. Okay. Gut. Gucken wir uns das Ganze so an. Was jetzt? Stirbt schon einer aufgrund von Starvation? Unverschämt. Holt euch mal was zu essen hier, Leute. Brewery. Ich glaube, ich brauche tatsächlich so eine Mushroom-Farm hier. So,
Hier unten können wir noch einen Fruit Gatherer hinstellen. Einen zweiten Hunter, der adjacent ist. Und eine Mushroom Farm. So. Die muss aber nicht gebaut werden gerade. Schön, jetzt können wir Influence benutzen, um Land zu erobern. Das ist gut. So, jetzt haben wir erstmal alle Leute. Ja, okay, jetzt sind wir nur noch 42. Also sind eine Menge ausgewandert oder gestorben gerade. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal 52 Häuser. Das heißt, wir können noch 10 weitere Leute annehmen, wenn es sein muss. Und dann wollen wir nochmal gucken, ob wir das Ruder hier nicht noch rumgerissen bekommen. Genau, sammeln wir ein hier. Ach ja, ich habe zwar keine Nahrung, aber von mir... Nee, ich kann nicht ständig hier Leute aufnehmen. Ich habe jetzt schon ein Nahrungsproblem. So, bauen wir da ganz schnell ein paar Steine ab. Weil wir haben gerade null Baumaterial. Und das ist ziemlich doof. Also ran da. Storage too far, war ja klar. Gott sei Dank lässt sich das beheben, indem wir hier oben mal so ein kleines Ding hinstellen. Das muss zwar nicht gebaut werden, aber es ist in der Nähe. Also können die Leute hier durchaus schon mal produzieren. Schön. Schön, schön. So. Dann haben wir auch genug Steine hier unten. Die hatten wir sowieso. Wir können nochmal Steine hier abernten. Alles, was hier so an Steinen liegt, nehmen wir mit. So. Mehr Produktivität. Und Fruit Bait würde ich auch gerne mitnehmen, damit hier auch ordentlich gejagt werden kann. So. Und jetzt brauchen wir dringend Nahrung. So, 26 Fleisch, 13 Leder, sieht gut aus. Nehmen wir mal her damit. Alter, die hauen auch gleich so ein 5er-Pack Fleisch weg, ne? Alter Schwede hier. Zack, wieder einer ran da, 5 Fleisch weg. Direkt so, wie es auf dem Boden liegt. Das war hart, das war Simon, der ist gerade direkt hier vor dem Fleisch verstorben. Schade, da ist er verhungert. Quasi so 20 cm vor der Futterquelle ist der Typ draufgegangen. Großartig. So, wie sieht's aus? Ah, wir können ja nicht Kohle ernten. Genau, bringt da mal Kohle ins Lager. Sonst wird der nächste Winter doch ziemlich hart. Nein. Wir erlauben auf gar keinen Fall Kannibalismus. So weit kommt es nach hier. Und weil die Leute links und rechts sterben und damit links und rechts leckeres Fleisch in der Gegend liegt. Nix ist. So. Was brauchen wir? Was verkaufen wir? Wir verkaufen auf jeden Fall Leder. Und wir benötigen... Brot ist gerade günstig, ne? Nehmen wir ein bisschen Brot. Was ist noch essbar und günstig? Fisch ist günstig. Yep. Game Meat ist auch. Game Meat ist noch günstiger. Nehmen wir lieber Game Meat. Lamm ist günstig. Und wir brauchen wahrscheinlich auch ein bisschen Wood. Das ist jetzt mehr als ich habe. So. Zack. Wir haben den Companies Act bekommen.
Leider nur 10% Trade Fees for Trading Companies. Warum nicht for Trade Posts? Das fände ich viel cooler. So, euch können wir jetzt bauen. Bitte. Jetzt sind wir schon bei 39 runter. Okay. Da leuchtet jemand. Genau, ernte doch mal diesen doofen Apparat hier. Komm schon, Leute. Schaka, danke. Leider haben wir gerade nichts, was ich dir anbieten kann. Was ich der Karawane anbieten kann. Dann halt nicht. Oha. Irgendwas ist mit der Nahrungsproduktion und dem Nahrungsverbrauch getweakt worden. Das ist gerade deutlich anspruchsvoller, als ich mich ans letzte Mal erinnere, wo wir quasi in Nahrung abgesoffen sind und Nahrung einfach kein Problem war. Ich gestehe, das hat mich vielleicht ein bisschen kalt erwischt. Da müssen wir mal gucken, wie gut wir hier über die Runden kommen. Ansonsten muss uns mal die KI helfen. Apropos KI, wir können uns mal angucken, wie die KI sich so macht. Stark, aha. Stark hat nur noch 3 Leute. Was haben wir hier? Stark 3, Birka 17, das ist gut. Baratheon ist ausgestorben. Rivendell 25, Borghild 24, also Stark ist der nächste, der ausstirbt. Uppsala stirbt auch aus. Rohal 15, Luna 28, das sieht gut aus. Haststein 13 hat sich nicht viel getan. Lannister 3 wird aussterben. Baltia 27, Havre 26, das sieht gut aus. Rouen ist ausgestorben. Gotham wird auch aussterben mit einer. Das heißt, ja, es wäre eine gute Seite, es werden ein paar Leute aussterben hier. Interessanterweise, ach nee, Stark ist hier im Eis. Der ist zu weit nördlich, Forest Province. Okay. Interessanterweise lag Baratheon gar nicht mal so schlecht, aber trotzdem hat das nicht überlebt. Da lebt niemand mehr. Eigentlich würde ich den gerne erobern. Und beim letzten Mal hatten wir noch das Problem, dass selbst eine Stadt, die keine Bevölkerung mehr hat, siegreicher war als ich mit meinen Truppen. Weil die aus irgendeinem Grund immer noch Einfluss produziert hat. Und das gar nicht mal so wenig, so schlecht. So, Birka ist also die nächste Stadt, die noch ein bisschen was auf dem Kessel hat. Aber auch da sieht es... Wo haben die eigentlich Kohle her? Ach, da hinten sind Kohlefelder. Hat sich auch für Kohle entschieden. Trading Post wollen sie gerade bauen, aber... Wird wohl nichts, weil sie kein Holz mehr haben. Jo, mal gucken, was da passiert. 5 cute card hands. Not one wild card. Ah ja, okay. Das ist doch mal was. Zack. Genau. Wenn hier, die wurden ja aufgehoben, wenn du sie nicht genutzt hast. Und sobald du 5 erreicht hast, kriegst du eine Wildcard. Das ist doch cool, ein Joker. Damit kann man was anfangen. Finde ich eine gute Lösung. So, waren dann die wirklich starken Städte? 26, 27, bald hier. Und das hier unten, nicht schlecht. Aber auch da sieht es nach Hunger aus. Okay, also auch das hier wird ich jetzt nach und nach erledigen, wenn er seinen Hunger nicht in den Griff bekommt. Und danach sieht es nicht aus. Er hat nämlich nur eine Hunting Lodge. Und er kauft. Er kauft Nahrung dazu. Okay, aber er hat einen Forester, der aber nun hier unten ein bisschen und hier ein bisschen Fläche hat. Ansonsten steht er nämlich in der Tundra und kann da keine Bäume anpflanzen. Okay, Baltia wird sich vielleicht auch demnächst erledigt haben. Wie sieht das mit Havre aus? Steht Havre so wieder da? Die wollen auch einen Trading Post haben. Die haben Farmen für Weizen, nicht für Kohl. Ah, sie haben eine Pico Ranch. Das heißt, hier haben sie natürlich ein stetes Einkommen von Fleisch pro Saison. Das ist gut. Vielleicht sollte ich auch mal eine Pico Ranch bauen. Ich kann mir eine Wüste bauen. Ich glaube, das mache ich mal. Wo bin ich eigentlich? Da oben. Ja.
Okay. Na, erstmal wollen wir den halt mitnehmen. Chakalaka. Wir haben nicht mehr genug Arbeiter, ne? Deswegen ist der hier schon nicht mehr besetzt. Okay. So, von dir her können wir den da wieder wegnehmen. Und eigentlich eher. Hier ist auch nichts, was man gatheren könnte. So, dich würde ich gerne. Dich hier würde ich gerne umstellen, dass du nur Non-Fruit Trees kannst. Das heißt, die Fruchtbäume wachsen hier in Ruhe und in der Gemütlichkeit. Das wäre was. So. Zack, zack. Schneiden wir mal ein bisschen hier. Macht mir tatsächlich einen ganz, ganz kleinen wenig Sorge. Der Snatch ist eigentlich auch völlig überflüssig. Ich meine, er kostet 50, das heißt, um überhaupt eine Münze Gewinn zu machen aus dieser Karte heraus, müsstest du so eine Stadt anwenden, die mindestens 51 Personen hat, weil du ein Gold pro Person bekommst. Und wenn du eine Stadt hast, die über 51 Personen verfügt, oder lass es mal 100 sein, wenn du eine Stadt mit 100 Personen hast und jemand wendet Snatch auf dich an, dann klaut er dir 100 Münzen. 50 davon hat er im Vorfeld ausgegeben, um sich Snatch kaufen zu können. Und wenn du 100 Personen hast, bist du theoretisch schon in einer Lage, wo Gold in der Menge keine Rolle mehr spielt. In allen Spielen, die ich vorher hatte, spielte Gold bei 100 Personen schon keine Rolle mehr. Deswegen ist diese Karte echt schlecht. Und auch nichts, wovor man sich schützen müsste. Es gibt ja durchaus diese Guard-Karten. So, eigentlich muss ich jetzt dringend mal hier den Discount runterbringen auf 20%. Das muss leider sein, ansonsten zahle ich immer nur drauf hier. So, was haben wir hier? Leather. Erstmal Leather weg. Leather weg ist gut. Immerhin haben wir genug Kohle. Das ist schon mal gut. Was können wir noch essen? Was ist denn gerade günstig an Futter? Lamm sieht gerade echt günstig aus mit 4,91. Ja. 4,8. Potatoes. Kartoffeln sind günstig. Sieh einer an. Vielleicht kaufen wir mal ein paar Kartoffeln hier. Weil wir sind gerade durch den Winter gekommen. Haben wir noch Nahrung? Nein, wir haben keine Nahrung mehr. Okay, wir kaufen jetzt erstmal ein bisschen Nahrung ein. So, will ich nicht. Da, genau, eine Pig Ranch will ich haben. Must be inside of my territory. Das ist natürlich ein Problem. Das Ding ist so riesig, dass ich es gerade hier unten nirgends hinkriege. Und es muss hier hin, in die Ecke. Weil genau hier das Gebiet zwischen fruchtbar und unfruchtbar ist. Also im Prinzip muss ich mir das Ding jetzt hier irgendwie kaufen. Oh, das kann ich demnächst kaufen. Cool. Also das Ding hier kaufen und dann kann ich hier meine Pick Ranch hinstellen. Ranchero. Habe ich eigentlich einen Fehler gemacht hier mit? Ja, natürlich. Super klasse. Ich habe hier einen Fehler gemacht, weil eigentlich sollte der Platz hier noch für andere Lagerflächen zur Verfügung stehen. Großartig. Das hat mal wieder nicht geklappt. Egal. So, Food Reserve ist low und wir kriegen unsere Lieferung erst in 4 Minuten. Tja, Jungs. Das heißt, hier müssen es jetzt unsere Jäger richten. Und unsere Fruchtsammler. Komm, beschleunigen wir das alles mal. Marsch, marsch. Sammelt, was das Zeug hält. Da, guck mal da, hier.
Der Schnee taut und schon sitzen Orangen auf den Bäumen. Wenn das mal nicht Timing ist, holt euch die Orangen, Leute. Da unten ist auch schon ein Hungriger an der Arbeit. Da wird der nächste Kohl angebaut, das ist auch gut. Tja, ich würde sagen, die ganzen Immigranten anzunehmen, sorgte für ein nicht gerade gesundes Wachstum in meiner Stadt. Das rächt sich halt irgendwann, das rächt sich irgendwann. Ah, sehr gut. 31 Stone haben wir dann da. Kriegen wir nämlich 26, aus 8 Holz machen wir 26 Mushrooms. Das ist gut. Mushroom Farming. Kostet zwar wertvolles Holz, und Holz ist tatsächlich wertvoll in einem Gebiet wie dem hier, aber was soll's. Können wir jetzt? Können wir? 280. 8 Einfluss fehlen uns noch. Wieder unser Dings hier anwerfen. Unser Migration Office. Ja, tatsächlich habe ich echt ein leichtes Problem, genug Nahrung zusammenzukriegen hier für meine Leute. Das ist ein Problem. Okay, jetzt haben wir immerhin schon mal Medicinal Herbs. Und als nächstes brauchen wir Mushroom Lock Sterilization. Einfach damit wir weniger Holz verbrauchen hier unten. Gut, wir haben medizinische Kräuter. Das heißt, ups, jetzt kommt das Farming hier von wie medizinisch, also wie... Na, wie anfällig sind die Dinger eigentlich? Ja, gute Frage. Egal, wir müssen sie trotzdem anbauen. Das da als... Ach, wir haben noch gar keine. Na gut. Wir können sie erst... Da sind sie. Jetzt haben wir sie. Jetzt können wir. So. Ihr seid auf jeden Fall Prioritätsberufe hier. Meine Lieben. So, in 20 Sekunden haben wir auf jeden Fall genug, um hier das Ding ranzuholen. Und dann können wir auch unsere Ranch bauen. Fünf, vier, drei, zwei, eins, ding, ding. So, holen wir uns eine neue Province und bauen dann direkt. Cannot be built on desert? Moment. Wer hatte die? Wer war der Typ mit der Schweinezucht? Havre? Das ist ein Desert-Teil. Wieso darf die KI auf Desert Provinces eine Schweinezucht bauen, aber wir nicht? Okay. Interesting. Das ist natürlich jetzt schlecht. Weil das bedeutet, dieses Gebäude werde ich hier nirgendwo bauen können, denn ich habe einfach nicht genug fruchtbares Gelände am Stück. Vielleicht nee, nicht mehr da unten. Hier vielleicht. Aber das ist zu viel fruchtbares Gelände. Okay. Das heißt, wir können die hier wieder verkaufen für 60. Immerhin kriegen wir das Geld einfach zurück. Das war jetzt natürlich echt blöd, muss man mal so sagen. Machen wir dann. Auf jeden Fall, wir brauchen sowieso mehr Holz. Dann holen wir uns erstmal Holz. Pick Ranches sind gestorben, die brauchen wir einfach nicht auf dieser Karte. Also mehr Mushrooms. Tja, wir haben ja so die Wahl, ne? So, wie sieht das Gelände denn hier hinten aus? Einmal auf Fertility.
ist nicht so schön gerade, wie wir es gerne hätten. Aber, naja. Ich weiß nicht, ob wir hier... Doch, wir bauen hier hinten einfach noch so ein Ding auf. Bau dir da einfach nochmal so ein Förster hin. So. Eine zweite Shroom Farm. Kann auch dahin. Weil wir haben ja immer nur gerade Anzahl an Lagerflächen. Dann machen wir es so. Mehr Mushrooms. So, holen wir uns unsere Bäume wieder. Es fehlt einfach an Holz. Ich hätte den da gerne noch. Dann können wir nämlich nochmal Produzenten, also plus Produktion für Holz, wenn wir entsprechend viele Holzfälle haben. Ach, der ist noch gar nicht. Kostet so viel Stein. Ach, aber dadurch ist natürlich jetzt auch der Nachteil, dass die Bäume, die gefällt werden, kaum Holz bringen. Ne? Das erklärt natürlich auch so ein bisschen den Mangel an Holz, den ich gerade verspüre. So, nächster Punkt, Employment Office. Da nicht. Hier. Hier. Oder ist ein Office sowas, was eigentlich eher hier ran gehört? 2, 4. Das ist der Fitness-Bürger. Ah, okay, wir können die hier Rücken an Rücken bauen. Das ist natürlich gut. Dann machen wir das auch. Zack. Zack. Mal gucken, ob der Bug noch funktioniert. Ja, er funktioniert noch. Also entweder das Statistikbüro gibt mir irgendwas anderes, oder aber ich komme nach wie vor über einen Klick hier in die Leiste direkt in die Statistiken rein. Okay. Orangen produzieren wir im Sommer 2021 und verbrauchen ein bisschen was. Im Winter haben wir mehr Verbrauch, im Herbst, im Frühling haben wir mehr Verbrauch und im Sommer haben wir ein leichtes Plus. Oh. Das macht im Sommer ein leichtes Minus. Mushrooms ist ungefähr ausgeglichen, Game Meat ist auch ein leichtes Plus. Cabbage ist ausgeglichen, es wird alles gefuttert. Lamm, naja. Lamm und Brot, das waren so Einzelsachen. Potatoes. Aber wir sehen, wir verbrauchen pro Jahr 13 Stahlfaktoren. 14. Medizin verbrauchen wir 67, das heißt, wir müssen schleunigst, wir haben noch 2 Jahre Medizin, wir müssen schleunigst hier unsere Feldproduktion in Gang bringen. Aber zacki, zacki. Hopp, hopp, Leute, hopp, hopp. Das führt auch dazu, dass ich eigentlich hier jetzt Holz kaufen muss. 50 Holz ist natürlich irgendwie gar nichts. Vor allem, wenn ich nur 3 Leder in diesem Shop kaufen kann. Ich glaube, ich habe nicht genug Tiere tatsächlich, um Leder in der Form anbieten zu können. Ich habe 100 Kohle und da haben wir ein bisschen mehr Holz. Ich stelle die 3 Leder da drin. Sag mal, hier haben wir jetzt gerade 100 Kohle gegen 80 Holz oder sowas getauscht. Und dabei noch draufgezahlt. Ein schlechter Tauschkurs. Aber wir brauchen noch mehr Holz. Dringend. Thank you.
super. Das habe ich vergessen, dass das hier noch unsere Grape Area war. Die müssen wir sowieso bei den Trommeln hier anbauen. Alright. Nichtsdestotrotz, ein Blick auf die Uhr sagt mir, für heute ist schon wieder gut. Das heißt, wenn euch meine Videos gefallen, drückt doch den Like-Button oder abonniert meinen Channel. Ihr könnt auch gerne auf Patreon vorbeigucken. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal, euer Panem et Circenses.